Hallo, ich bin Carsten in Olfen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne wieder ein Stück begleiten. Heute mal wieder von Olfen nach Asen unterwegs. Und zwar habe ich beschlossen, den Hohe Marksteig zu erwandern. Also ich bin mal wieder an der südlichen Grenze des Münsterlandes unterwegs. Der Hohe Marksteig ist nicht so bekannt wie zum Beispiel der Neanderlandsteig. Und ist, denke ich mal, auch für Leute aus dem Ruhrgebiet recht interessant, weil der Hohe Marksteig geht so durch das Gebiet des südlichen Münsterlandes, an das ja das Ruhrgebiet im Süden dann auch angrenzt. Von daher von dort aus auch gut zu erreichen. Ja, interessant finde ich auch die Streckenführung des Hohe Marksteigs, weil er ja so konzipiert ist, dass es immer ein A- und ein B-Weg gibt, sodass sich quasi ein Hin- und ein Rückweg ergeben, dass man jede Etappe als Rundwanderung gehen kann. Oder wenn man den Steig als Ganzes erwandern möchte, kann man ihn natürlich hin und zurück erwandern. Ja, wenn man den Hohe Marksteig im Osten beginnt, startet man also in Olfen und im Verlaufe des Weges kommt man dann in Gebiete der Stadt Haltern, Regen, Dorsten und endet dann in der Gegend von Wesel. Ja, und da ich ja auch nicht allzu weit weg von hier aufgewachsen bin, ist es auch für mich recht interessant, diesen Steig mal zu gehen. Ich bin echt gespannt, was mich hier so auf den Etappen erwartet. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viele Etappen es sind. Also die einzelnen Etappen sind immer relativ kurz, zumindest in die eine Richtung, weil es ja immer, wie gesagt, den Hin- und Rückweg gibt, so dass ich zusammengenommen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, maximal 20 Kilometer ergeben, was man ja ganz gut an einem Tag schaffen kann. Der Naturpark Hohe Mark ist ein 1040 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen Wesel im Westen und Olfen im Osten. Ja, ich habe es jetzt gerade noch mal nachgelesen auf dem Handy. Der Hohe Marksteig ist ca. 120 Kilometer lang und hat 12 Etappen. Wobei, wenn man die Hin- und Rückweg-Variante nimmt, kommt man so auf ca. 240 Kilometer, was sich das Ganze dann ja nochmal ungefähr verdoppelt. Ja, was ich noch nicht gefunden habe, ist so ein eindeutiges Wanderzeichen für den Hohe Marksteig. Also, so wie ich das sehe, ist man wohl auf eine gute Karte oder Navi angewiesen, wenn man den Steig erwandern will. Ja, hier kommt man auf einmal an so eine Rampe, die zu einer Aussichtsplattform hochführt. Ja, die Aussichtsplattform
ist hier an so einer Schleife der Lippe. Hier oben gibt es dann auch eine Bank. Und von hier aus soll man gut die Vögel hier in der Gegend beobachten können. Ja, interessant ist auch, dieser Steg hier ist umgeben von diesen Weiden. Beziehungsweise die Weiden sind direkt an den Steg herangebaut worden. Und das ist so geplant, dass irgendwann die Stützpfeiler von diesem Gerüst entfernt werden und der komplette Steg nur noch von den Weiden gehalten wird. Auch ein interessantes und ehrgeiziges Objekt. Ja, von diesem Steg aus hat man auch einen super Blick auf ein Storchennest, aber das ist auch ganz schön weit weg. Na, hier kann man vielleicht erkennen, wie das gedacht ist, dass man irgendwann die Stützen entfernt. Man hat einfach die Stämme der Weiden an solche, ich sage jetzt mal, Anker gebunden. Und Weiden sind ja auch dafür bekannt, dass sie sowas einfach in sich aufnehmen, sag ich jetzt mal so, einfach umwachsen, so dass dann dieser Steg irgendwann tatsächlich von den Weiden getragen wird. Coole Idee. Hier sieht man den Steg nochmal, ich sag jetzt mal, von außen. Und ich denke, wenn er irgendwann von starken Weiden umschlossen ist, wird er in der Landschaft gar nicht mehr auffallen. Aber hier ist der Weg recht zugewachsen. Bin mal gespannt, ob es hier gleich noch weitergeht. Die Stelle hier an der Lippe, die kenne ich schon von meiner letzten Tour. Aber damals führte die Lippe wesentlich weniger Wasser. Ja, zwischenzeitlich geht es auch mal wieder ein Stückchen an der Straße entlang. Und dann kommt man auch am Freizeitpark Gut Eversum vorbei. Das ist so ein ganz kleiner Freizeitpark. Da war ich als Kind früher mit meinen Eltern auch. Aber das ist auch schon gut über 30 Jahre her. Ja Mensch, heute habe ich ja richtig Glück, weil hinter mir ist die Straße gesperrt. Aber Fußgänger und Radfahrer können durch. Hat den Vorteil, dieses Stück hier ist echt nicht so schön, weil man muss wirklich an der Straße entlang. Und hier ist eigentlich sonst immer ganz gut Verkehr. Finde ich gut. Ja, kurz nachdem man über die Brücke kommt, ist man dann schon in Asen. Ja, hier in Asen ist die erste Etappe zu Ende. Und da fällt mir gerade ein, ich habe auch auf der Internetseite gelesen, dass die Etappen auch immer so geplant sind, dass man an deren Ende entweder immer gut parken kann oder Anfang und Ende immer gut parken kann oder beziehungsweise, dass da immer auch eine Übernachtungsmöglichkeit ist, sodass
das immer gut passt für alle. Ja, ich bin jetzt auf dem Rückweg, auf dem B-Weg der Etappe und habe auf dem Hinweg jetzt festgestellt, dass ich wohl schon den kompletten Weg gegangen bin, damals, ohne das zu wissen. Weil ich hatte den Track damals, ich glaube, auf Ich geh wandern runtergeladen. Und ja, da stand nichts dabei, dass das hier die erste Etappe vom Hohen Marksteig ist. Aber nun gut, jetzt habe ich zwar schon mal gesehen, aber damals war ja nicht so schönes Wetter wie heute. Von daher auch Abwechslung. Ja, der Hinweg geht ja zu großen Teilen hauptsächlich durch den Wald und an der Lippe entlang. Und jetzt der Rückweg geht zu großen Teilen über Felder. Und später kommen wir dann noch zum Kanal. Da freue ich mich schon drauf. Ja, jetzt sind wir hier am Wesel-Dattel-Kanal, da hinten hinter der Brücke ist dann schon die Dattelner Schleuse, wo es dann vom Wesel-Dattel-Kanal zum Oberwasser zum Dortmund-Ems-Kanal geht. Wer meint, dass es sich hier um eine Eisenbahnunterführung handelt, der irrt. Ich werde jetzt gleich mal da hochgehen. Da vorne ist die Treppe. Und dann zeige ich euch, was da oben ist. Ja, von da bin ich gerade gekommen. Bin die Treppe hochgegangen. So, und hier seht ihr, wo wir jetzt sind. Wir sind hier an der alten Fahrt. Ja, die alte Fahrt hat früher Datteln mit dem Kanal verbunden. So, somit war Datteln dann auch eine Hafenstadt, obwohl sie gar nicht direkt am Kanal lag. Ja, heute wird die alte Fahrt nicht mehr gebraucht. Man hat sie aber erhalten, beziehungsweise hat alle paar hundert Meter mal so Dämme noch eingebracht, dass man ohne Probleme dort die Seite wechseln kann. Ja, und jetzt ist es hier ein schönes Ausflugsgebiet oder Naherholungsgebiet für jede Menge Spaziergänger und Radfahrer. Ja, und jede Menge Wasservögel gibt es hier zu sehen. Schon ganz schön hier. Ja, und überall, wo eine Treppe hochkommt oder runter geht, haben sie hier nochmal einen Damm durch den Kanal gemacht, sodass man da jederzeit auch die Seite wechseln kann. Ist natürlich auch klasse. Und hier ist auch wieder so ein Brückenbauwerk, wo der Kanal diesmal aber
die Lippe überbrückt. Hier verlasse ich jetzt die alte Fahrt. Hab jetzt noch, weiß ich nicht, ich schätze mal Kilometer oder so über die Straße. Dann bin ich wieder am Auto. Irgendwo da in der Ferne scheint ein Open-Air-Konzert zu sein. Ziemlich laut. Ja, hier unten geht's noch. Oben auf dem Damm war es tatsächlich noch viel lauter. Ja, das war dann jetzt meine erste Etappe auf dem Hohe Marksteig. Ja, wie gesagt, ohne es gewusst zu haben, bin ich tatsächlich die erste Etappe schon mal gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, ich meine, es müsste im Herbst gewesen sein oder so. Aber kann ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Ja, da drüben beim Konzert ist jetzt kurz Pause. Kann ich mich dann jetzt in Ruhe von euch verabschieden. Wie gesagt, meine erste Etappe bin ich ja schon mal gegangen. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Man ist an 3 bzw. 4 verschiedenen Gewässern unterwegs, wenn man so will. Und ja, das finde ich schon immer recht spannend, wenn man mal zwischendurch so ein paar andere Sachen sieht. Zum Teil ging es dann durch den Wald, zum Teil geht es über Feld. Ja, teilweise leider dann auch Asphalt, aber der lässt sich ja nun mal hier in der Gegend nicht immer ganz vermeiden. Ja, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.